Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lootbox-Opening von Heroes of the Storm. Das wird jetzt für die nächste Zeit mein letztes Lootbox-Opening von Heroes of the Storm sein, weil ich habe zurzeit nicht gerade groß Bock, Heroes of the Storm zu spielen, obwohl es eigentlich sehr viel Spaß macht. Aber ich habe halt einfach anderes zu tun. Ich habe es eh schon im Overwatch-Video gesagt, ich möchte mich mehr auf Homefront und auf Final Fantasy 14 und auf andere Sachen konzentrieren, die ich noch auf meinem YouTube-Kanal machen möchte. Und und ich muss halt einfach viel zu viel Zeit investieren, um auf 25 Kisten zu kommen. Und ich merke auch selber, dass ich nicht mehr so viel dazu sage zu den Kisten. Und das wirkt dann auch alles so ein bisschen langweilig, glaube ich, zum Anschauen. Vor allem, wenn das Video über 20 Minuten geht. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, ich lasse das jetzt für die nächste Zeit und mache das dann wieder, wenn ich richtig Motivation habe und das nicht so gefühlt aufgezwungen mache. Ich weiß, dass es nicht aufgezwungen ist, weil ich meine, die Community kann mich zu nichts zwingen. Ich mache ja trotzdem die Sachen noch, weil ich sie machen möchte. Aber trotzdem sollte ich schauen, dass aus meiner Sicht da auch Freude dabei ist und habe ich zurzeit einfach viel mehr Spaß mit anderen Sachen als mit Heroes of the Storm und Overwatch. Aber die 25 Kisten machen wir natürlich auf. Ich würde sagen, wir machen Ich würde sagen, wir machen nur die normalen, oder? Oder wir machen 23 Nee, wir machen 20 normale, dann die 4 seltenen und dann die eine epische. Damit wir da auch noch einen guten Abschluss haben, was die Kistenqualität angeht und einen guten Abschluss generell für die Videoreihe entzweilen. Ich mache das vielleicht später wieder weiter, aber entzweilen möchte ich damit dann aufhören. So, das heißt 20 von denen, 4 von denen, eine von denen. Gut, dann haben wir genau 25. So, dann starten wir gleich. Was haben wir? 4x normal, alles klar. Haben wir schon, gut. Das sieht irgendwie witzig aus. Haben wir auch schon. Prima Ballerina Diva. Kann ich mir extra bei Diva nicht wirklich vorstellen, weil Diva immer so viel, die zockt ja den ganzen Tag. Aber ja, warum nicht? Dann die nächste. Einmal selten, alles klar. Den Teddy haben wir hundertprozentig schon. Das haben wir auch schon, krass. Okay, das haben wir noch nicht. Das ist voll schwer. Also mit einer Hand kann ich das, aber mit beiden Händen kann ich es nicht. Vor allem nicht gleichzeitig. Oh, und das haben wir auch schon. Schade. Ja, zu den Duplikaten sage ich nichts. Weil da habe ich schon was gesagt und würden sich halt meine Sätze ständig wiederholen. Okay, das habe ich noch nicht. Das sieht nicht schlecht aus. Ja, das ist doch die neue Kira, oder? Ja. Oh. Und damit wäre das auch geklärt. Das ist Nova, richtig? Ah, und Tyrael in klein. So, die nächste. Einmal selten, alles klar. Mit dem Bart, das schaut so witzig aus, Muradin. Oh, und nochmal. Tsuchin-Emotes. Und nochmal Emojis. Alter. Ah, ein Sadness-Spray, was ich noch nicht habe, schön. Puzzle-Beschwörer. Das ist aber cool gemacht. So, die nächste. Oh, einmal episch. Und einmal selten. Okay. Ah, Gaslo soll das sein. Alles klar. Oh, ein Rentier. Oh, den haben wir schon. Oh, himmlische Wala. Die schaut cool aus. Mit diesem dunklen Gesicht und dann die goldene Rüstung. Sieht schon sehr cool aus, muss ich sagen. Also der Skin freut mich sehr. So, oh, wieder was Episches. Sehr cool. Okay, das soll, glaube ich, Tyrael oder so sein.
Ah ja, steht die oben. Okay, haben wir schon. Das haben wir auch schon. Was ist das? Gammeliges Plätzchen. Das ist ein Reittier, was? Ach, cool. Ich muss halt schon sagen, also allein schon was das Feeling vom Kistenöffnen angeht, ist halt einfach Heroes of the Storm zehnmal besser als Overwatch. Bei Overwatch gibt es halt nicht so viele geile Sachen und hier halt schon. Also hier freust dich halt viel mehr, wenn du was Cooles ziehst. Okay, wir haben dreimal normal und einmal selten. Haben wir schon. Also wir ziehen echt oft doppelte Sachen hier im Gegensatz zu Overwatch. Da ziehen wir ja fast nie was Doppeltes, aber heute ist extrem. Der Schwarm lebt ewig. Ja, schade, dass die böse geworden ist. Das war ja eigentlich eine Freundin von Reyna, oder? Okay, Valera Blutfang. In Blutfangrüstung. Ja, sieht okay aus. Sieht echt okay aus mit diesem Gold, dann Weiß. Also Weiß-Grau so und dann halt Rot ein bisschen. Ist ganz nett. So. Die nächste. Wir haben einmal selten und dreimal normal. Da trinkt jemand Comic Lily. Oh, Diablo. Der Herr des Schreckens fordert dein Leben. Ah, ich mag halt die gepitchten Stimmen. Einfach immer wieder schön. Okay, das haben wir schon. Cabot Gall. Okay. Ich weiß zwar nicht, wer das sein soll. Ah, Gall. Ist das nicht der Champion, der von zwei Spielern gespielt wird? Der halt so mega viel Leben hat, aber auch zwei Champion-Slots braucht. Das heißt, du kämpfst dann eigentlich im 4 gegen 5, aber da auch das Gall so viel Leben hat und so riesig ist, zählt der als zwei Spieler. Denn im Arm kannst du den ja leider überhaupt nicht ziehen, aber im Normal kann man den ja spielen oder halt ranked. So. Einmal selten, dreimal normal. Okay. Oh, Murky. Aha. Ah, die Hackers. Ah, das ist auch zum Skin. Weil da gibt es ja einen Skin, wo er so ausschaut wie so eine Spielzeugfigur. Und da ist er. Hast doch gleich das passende Porträt dazu. Finsterer Sturmfell, Malfurion. Ja. Ich mag das dunkle Design, also schwarzer Bart, die roten Augen, schwarzer Mantel oder Robe, was immer der da auch anhat. So, einmal selten, dreimal normal. Okay, haben wir schon. Okay, Tsuchin-Logo haben wir noch nicht. Wow, wir haben das Einhorn noch nicht. Krass. Oh, Exekutor Zeratul. Der sieht auch gar nicht so schlecht aus. So, nächste Kiste. Oh, einmal episch. Und dreimal normal. Okay, das hat man heute schon. Die Brille von Trall. Okay, Rexa. Ja, okay, das Porträt ist... Ja, gefällt mir gar nicht. Ja... Gut, das habe ich leider auch schon, aber 100 Duplikate ist schon krass. Den Skin habe ich leider schon. Das, warum habe ich das vorher gesagt? Wir haben einmal selten und dreimal normal. Jetzt reicht's. Spürt meinen Hammer. Die Stimme passt halt zu ihm wie die Faust aufs Auge. Oh, Mephisto, oder? Vor den lodernden Standarten der Hölle erzittern. Geil. Oh, das können wir, das haben wir schon. Das haben wir auch schon, krass. Wir ziehen echt oft doppelt. So. Dreimal normal und einmal selten. Okay, das haben wir noch nicht, das Porträt. Für Kalimdor.
Ja, unspektakulär. Was ist das? Lebkuchen-Nasebo. Der sieht schon sehr finster aus, muss ich sagen. Okay, Zerus Dukov. Die roten Augen. Geil. Das sieht ganz cool aus. So, dann die nächste Kiste. Einmal episch, einmal selten. Zweimal selten sogar. Aha, Junkrat in Overwatch. Ja, kennen wir eh. Mhm, wieder so ein Carbot-Comic. Fürstin Sylvanas der Sunlight. Der sieht cool aus. Der passt halt so gut zu ihr. Vor allem zu ihrem generellen Charakterdesign. Dieses dunkle, finstere, die roten Augen. Dann da auch so ein bisschen der Lidschatten verlaufen. Geil. Oh, Negaforce-Löwe. Da haben wir sogar schon einen. Da haben wir einen schon mal gezogen. Das war auch so ein Löwe, aber der war, der hat anders geheißen. So, viermal normal, okay. Geil. Stimme ich dir voll zu. Was ist das? Nostalgischer Wintertrend. Okay. Ihr wisst schon, dass ich immer noch an euch rankomme. Ja, ist auch okay. Ah, Murky. Kommt rein, rein. Den versteht man immer. So, wir haben einmal selten, einmal episch und zweimal normal. Dachte ich mir schon, das kenne ich doch. Die dunkle Fürstin wacht über euch. Mhm. Tyrael der Seraph. Geil, ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Tyrael-Skin. Also ich spiele Tyrael sehr gerne, aber ich glaube, ich habe von dem noch keinen einzigen Skin. Was ist denn das? Tempelnachtsäbler. Geil, das ist ein cooles Reittier. Boah, ich ziehe halt voll viele epische Sachen. Wow, und jetzt sogar legendär. Ist ja Wahnsinn. Okay, hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Das hatten wir aber definitiv noch nicht. Das ist Tychos, oder? Ich glaube, weil die Riesenwumme ist von Tychos, 100 Pro. Oh, Phantasma. Ein sehr witziges fliegendes Boot, Schiff, wie auch immer. Boot würde ich eher sagen. Schon wieder episch. Einmal selten und zweimal normal. Ja, das haben wir schon. Das auch. Oh, Tyrannischer Probius G1. Entschuldigung. Ja, sieht ganz nett aus. Kann ich jetzt leider nicht so viel sagen, weil ich kann die nicht drehen. Dämmergraue Winterhauch Lunara. Sieht auch ganz nett aus, muss ich sagen. Ich glaube aber generell zu Lunara mit diesem, dadurch, dass sie ja hüpft und so, das ist ja ihre normale Bewegungsanimation, sage ich jetzt mal. Da passt halt, finde ich, irgendwie besser, weil das wirkt immer so fröhlich, dieses Hüpfen. Passt besser dieser Weihnachtsskin. Aber grundsätzlich mag ich so düstere Skins mehr als so weihnachtliches Zeug und keine Ahnung, Sommer oder Poolparty oder so. Aber cool. Wieder ein Skin gezogen. So, was haben wir hier? Einmal selten und dreimal normal. Hütet euch, wenn ihr gegen mich seid. Na, den spiele ich auch ganz gern. Der hat eine ganz schön krasse Selbstheilung, wenn du den richtig baust. Also skillst. Ja, das sieht okay aus und das haben wir schon. Oh, Cabot Hanzo. Dieser Zeichenstil ist so eigenartig, finde ich. So, eine haben wir noch. Also die können wir noch öffnen. Nicht, wir haben noch eine, sondern eine können wir noch öffnen und dann kommen die anderen Kisten dran. Zweimal selten und zweimal normal. In Einigkeit liegt Stärke. Ach ja, Tassa da.
Okay. Also wieder so ein Cardboard, so eine Cardboard-Zeichnung. Eieiei, das ist aber ein finsterer Lebkuchen. Ah, Lebkuchen-Garrosch, verstehe. Deswegen diese Zähne. Die Hauer. Gut, dann machen wir jetzt die vier seltenen. Oh, einmal episch. Einmal selten und zweimal normal. Okay, das haben wir schon. Kann ich mich noch erinnern, das habe ich mit Transformers verglichen. Ja, Murky in Schwarz-Weiß ist okay. Oh, experimenteller Phoenix. Ich glaube, zu Phoenix habe ich auch noch gar keinen Skin. Cool, besser einer als keiner. Protoforce war Lehrer. Hm. Okay. Das hängt auch mit diesen Reittieren zusammen. Also ich glaube, am besten ist, wenn du diese Löwen, diese komischen bunten Löwen da, wo wir auch vorher diesen Negato, ich glaube Negato hat er geheißen, diesen Negato-Löwen, wenn man den am besten auch mit diesem Skin spielt. Also mit dieser Protoforce-Skin-Reihe. Das passt, glaube ich, am besten zusammen. Ich glaube, das gehört auch zusammen. Aber ja, cool. Schaut nicht schlecht aus. Ich mag es zwar zu übertrieben bunt nicht, aber ja. Was man hat, das hat man. So, einmal selten, dreimal normal. Cosmoforce war Lehrer, okay. Ah, die Ophia, genau. Oh, Sonja als Todesritter, das ist ein cooles Porträt. Ja, den habe ich schon, dachte ich mir. Als da so oben Diva stand und da so das Blaue kam, da hatte ich mir so, den müsste ich glaube ich schon haben. Ich glaube, die blauen Diva-Skins habe ich schon fast alle. Ah ja, weil es mir gerade einfällt, falls ihr euch wundert, warum ich jetzt dieses Porträt hier habe. Ich habe ein paar Porträts, zwei oder drei waren das. Da konnte ich mich nicht entscheiden. Die habe ich mir mit den Splittern gekauft, weil ich ein vernünftiges Profilbild haben wollte. Und ich habe mich dann halt schlussendlich für das Ragnaros-Profilbild entschieden, weil der Schädel halt so geil aussieht. Ihr wisst ja, ich mag ja Totenschädel und deswegen musste das einfach sein. Und das ist ein Porträt, das verwendet fast niemand. Ich möchte jetzt nicht so ein Porträt verwenden, wie zum Beispiel das Standard-Ritter-Porträt, mit dem gefühlt jeder 20. Spieler spielt, die du alle paar Runden mal siehst im Gegnerteam oder im eigenen Team. Und so habe ich ein einmaliges Profilbild, was halt fast keiner verwendet. Ist für mich auch angenehmer. Dann kommt man sich nicht zu 0815 vor. So, wir haben zweimal selten und zweimal normal. Okay, das hatten wir vorher gerade. Das hatten wir auch schon. Aha. Pestilenz, Lord Keltusatya, das passt sicher cool. Oh, Krasari-Wanderer-Chen. Ja, der gefällt mir irgendwie gar nicht, weil diese Mütze so dämlich aussieht. Also Helm oder was auch immer das sein soll. Aber der ist cool, der Pestilenzlord. So, dann die letzte seltene. Da haben wir einmal selten und dreimal normal. Schalte Gang hoch. Sehr unspektakulär. Das haben wir schon. Das haben wir. Ui, was ist denn das? Pandemonium. Sieht sehr finster aus, muss ich sagen. Oh, Navi Commander Rainer. Okay. So, und dann haben wir noch die epische. Jetzt kommt die epische zum Abschluss. Okay, es ist was Episches drin. Das ist schon mal cool. Einmal selten und zweimal normal. Okay, das Plüsch-Einhorn haben wir auch noch nicht. Erstaunlich. Was ist das? Mönch. Ah, das ist so Mönchswappen, oder? Blutiger Arthas in Frostwürmrüstung. Arthas hat doch immer einen Helm auf, oder? Ich muss sagen, ohne Helm schaut der voll komisch aus. Nee, den spiele ich eindeutig mit Helm. Oh, Teufelshäscher Blaze. Geil. Das sieht cool aus. Mit diesem Bronze-Gold, was das sein soll. Und dann diesen grünen Neon-Sachen, damit die richtig rausleuchten. Sieht echt cool aus. Gefällt mir.
Gut, dann sind wir durch. Oh, wir sind noch genau knapp über 20 Minuten, perfekt. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Es waren sehr viele geile Sachen dabei, sehr viel cooles Zeug. Wir haben leider auch oft doppelt gezogen und sogar einen epischen Skin haben wir sogar doppelt gezogen. Aber ja, kann man halt nicht ändern. Ist halt leider so, aber trotzdem sehr, sehr cool. Also die Ausbeute war hier 10-mal besser als in Overwatch. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt länger kein Heroes of the Storm Opening machen, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, dass ich das unbedingt mal wieder mache, dann schreibt es in die Kommentare oder schreibt es mir so, ich weiß nicht, wie ihr wollt. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Vielleicht setze ich mich dann wieder ran und kümmere mich darum, dass ich wieder auf 25 Kisten komme. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, habt noch viel Spaß und bis zum nächsten Video und wir hören uns. Also bis bald. Ciao, ciao.